Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Die Botschaft der Engel am 1. Februar 2019. Heute wird uns etwas gezeigt und wir können etwas Neues lernen. Lernen in die Schule des Lebens. Kann auch bedeuten, dass wir ein wichtiges Buch in Hand nehmen und lernen etwas Neues. Oder dass wir uns in eine Schulung anmelden. Kann auch bedeuten, dass wir Wissen vermitteln an etwas und jemand hört auch zu. Wir können mit einer Überraschung, mit einem Besuch rechnen und das zeigt hier dieses Bild. Hier sind auch Gespräche, wichtige Gespräche über Liebe, Partnerschaft. Wie vermitteln wir etwas im heutigen Tag? Wir sollen heute, besonders wenn es um die Liebe, Partnerschaft geht, diplomatisch sein und wir sollen beide Seiten leben. Diese jungfrauliche Art oder Reinheit, aber auch das Erotische. Beide Seiten dieser Mischung macht uns gerade, uns Frauen, bewunderungswert, könnte ich mal so beschreiben. Also nicht nur diese Offenheit zeigen und offen über Gefühle zum Sprechen, sondern eine gewisse Zurückhaltung macht das viel mehr aus, als jetzt direkt etwas ansprechen oder direkt über Gefühle zum Sprechen. Aber wenn wir unseren eigenen Gefühlen geht, dann sollen wir in die Tiefe eintauchen und verspüren die innere Ruhe, die inneren Gleichgewicht. Das Wasser symbolisiert auch die Gefühle. Und Wasser ist die Quelle unserer Intuition, unserer Inspiration. Und das brauchen wir gerade, wenn wir etwas Neues lernen wollen. Dass wir auf unserer Intuition vertrauen, weil das macht uns gerade groß. Und wir steigen nach oben. Und dann haben wir diese Haltung. Und das symbolisiert die Sonne. Und Sonne ist Glanz. Das strahlt was aus und es ist wichtig, dass wir gerade auf diese Ausstrahlung achten. Die heutige Engel nach Kabbala ist Engel Nithaiach und hat den Zahl 25. Engel Nithaiach ist Engel der Weisheit und das zeigt auch dieses Bild. Vermittelt die weiße Magie. Die spirituellen Kräfte lenkt uns in die richtige Richtung, zeigt uns Offenbarungen in unseren Träumen, hilft uns die verborgenen Geheimnisse des Lebens verstehen. Dieser Engel kämpft gegen Dämonen und kämpft gegen Schwarzmagie, hilft uns geduldig zu sein. Zeit verstehen, das hat gerade auch eine Bedeutung und wir lernen etwas Neues, was wir auch in die Liebe anwenden können und das bedeutet, geduldig zu sein. Dieser Engel Nithaiach ist zugeordnet zum Planet Uranus. Uranus ist oder war der Himmelsgott, später wurde das dann Saturn und noch später Zeus. Aber mit Uranus beginnt die ganze Schöpfungsgeschichte und vertritt die Himmel, die Sternenhimmel, steht auch mit Astrologie in Verbindung. Uranus bringt aber auch Umbrüche und Veränderungen in unserem Leben, aber zeigt die Sternenhimmel. Dieser Engel Nithaiach ist auch zugeordnet zum Feuerelement und das ist die Begeisterung, die Leidenschaft, die Hingabe, die Begeisterung und
auch Aktivität, aktiv zu sein in diese Richtung. Und das ist die Entdeckungen und die Spiritualität. Steht in Verbindung zum Tierkreiszeichen Löwe. Und das zeigt sich hier, dieses Bild auch. Und Löwe symbolisiert auch das Selbstbewusstsein, weil über die Tierkreiszeichen Löwe herrscht die Sonne. Und Sonne symbolisiert unserem Selbst und steht mit unserem Herz in Verbindung. Über Engel Nidhaya herrscht Erzengel Zadkiel. Erzengel Zadkiel vertritt die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Alles, was wir in Ursache setzen, kehrt auf uns immer zurück. Wenn nicht dieses Leben, dann eben nächstes Leben. Engel der Freiheit, Barmherzigkeit und Güte. Erzengel Zadkiel ist die Engel der Erinnerungen. Hüter, der siebte Strahl des Lichtes, den violetten Licht. Und das symbolisiert die Veränderungen und Wandlung. Und das war mein heutigen Engelbotschaft. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Seid ihr herzlich willkommen bei diesem kurzen Video, wo ich euch informieren möchte. Ich habe ein super tolles Angebot für euch und dieses Angebot ist gratis. Ihr braucht euch auch nichts verpflichtet fühlen für etwas. Das Thema ist Dualseelen, Dualseelenprozesse. Das, was ich wahrnehme in Praxis, dass viele von euch in diesem Dualseelenprozess drin steckt und ihr weiß nicht, wie das weitergehen soll. Warum ist es so? Das ist mal die erste Frage. Wie kommt ihr davon los? Oder hat das überhaupt einen Sinn in dieser Beziehung bleiben? Was sagt das alles aus? Und dafür habe ich ein Einführungsvideo gemacht, Einführungsvideo zum Verstehen, was das überhaupt ist, duale Seelen und was sagt es auch. Und diese Video werde ich nicht veröffentlichen. Das ist nicht für jede da, das ist nicht für jede geeignet, sondern wirklich für diejenigen, die in diesem Prozess drin sind, wo das wirklich interessiert oder möchten sich etwas verbessern. Und ich bitte euch, wenn ihr in diesem Dualseelenprozess drin seid oder interessiert euch dieses Thema, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratung oder Beratungsvideo jetzt in dem Sinne nichts zu tun. Diese Video ist wirklich kostenlos. Und ich möchte aber nur für diejenigen zugänglich machen, wo da wirklich ernsthafte Interesse zeigen. Und ich freue mich, wenn die Interesse besteht und ihr bekommt dann die Zugangsdaten, ihr bekommt den Link dazu und könnt ihr diese Einführungsvideo, diese Erklärungsvideo dann anschauen. Und damit möchte ich euch weiterhelfen. Ich bedanke mich für die Interesse, ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.